Hallo Freunde, wir haben heute mal ein bisschen mit unserer Buchbox Silikonform gearbeitet oder gespielt. Und das ist dabei rausgekommen und wir zeigen euch, wie das geht. Bleibt dran, viel Spaß. Wir hatten ja letztens diese tolle Buchbox bei Temu bestellt, die man sich gießen kann. Das wäre jetzt hier so als Deckel. Sind wir natürlich auch neugierig, wie das aussieht, wenn sie gegossen ist. Also gießen wir uns das schnell mal. Ich habe dafür jetzt eine neue Gießmasse, Xyrarock. Gießmasse, die ich sonst auch benutze, aber Fibre, also mit Faser verstärkt. Das nennt sich synthetische kunststoffveredelte Gießmasse auf Gipsbasis. Ja. Und da das stabiler mit veredelt ist mit Fasern, ist das stabiler als die normale Gießmasse, obwohl die auch schon ganz schön stabil war. Also mir ist da noch nie was abgebrochen. Wir gießen das jetzt erstmal. Auch diese Sorte hier, die jetzt kunststoffveredelt ist, wird 4 Teile Pulver zu 1 Teil Wasser angerührt, eigentlich abgewogen. Aber ich sage ja immer, wenn ich damit jetzt schon eine ganze Weile arbeite, dann weiß man, wie die Konsistenz sein muss. Man muss das versuchen, klumpenfrei zu verrühren und dann kann man das schon gießen. Auch die Becher hier und diesen Rührlöffel da, den kriegt man jetzt bei Troll Factory zu kaufen, muss ich unbedingt haben, erstmal weil es grün ist. Und zweitens, weil sich ganz edel machen lässt. Weil sich das ganz edel rühren lässt. Ich zeige euch das gleich nochmal, warum. Weil nämlich der Griff viel breiter ist als sonst, was ich sonst immer kannte. Jetzt habe ich gedacht, das Ding ist noch nicht voll, aber das ist hier bloß Schatten. So, jetzt hier noch den Deckel. Den muss ich jetzt ruhig bis oben machen, weil das soll man ja reinstecken nachher in die Dose praktisch. Deckel. So, überall noch mal gucken, ob überall die noch drin ist. So, und dann fest werden lassen. Und hier bei dem Griff ist jetzt eben, dass das so schön breit ist, dieser Griff, das lässt sich einfach gut anfassen und gut rühren, im Gegensatz zu, wenn man jetzt einen Löffel benutzt oder irgendwas, die sind einfach zu dünn. Und ich hatte ja gesagt, wenn wir das antrocknen lassen in dieser Schale hier, dann braucht man das nur ein bisschen bewegen und schon fällt das alles ab und die Schale ist sauber. Und so, ja, von diesem Rührdingens hier ist das abgehangen, das liegt jetzt hier daneben. Also Schale wieder sauber, können wir wieder neu gießen. So sieht mein Buch dann jetzt fertig gegossen aus. Ihr müsst bei dieser Form darauf achten, das ist mir aufgefallen, hier diese Ecken. Ich habe alle 4 Ecken beim ersten Mal nicht richtig gefüllt. Also da muss man wirklich dann mal drücken, also erst in die Ecken so ein bisschen mal rein und dann drücken, dass die Luftblasen rausgehen. Erst habe ich gedacht, oh, ist das so in der Form drin? Nee, das sind alle 4 Luftblasen. Und dann hat man so ein schönes kleines Buch, kann man natürlich wieder verstecken, wenn man das jetzt noch weiter bearbeitet. Richtig mit den Seiten, die da so ausgearbeitet sind und ein Buchrücken so ja hinten. Ich habe jetzt schwarz angefasst, jetzt habe ich überall schwarze Stellen, aber ich will ja sowieso noch farbig gestalten. Hat man so ja einen gestalteten Buchrücken damit bei, also ist schon eine coole Sache. So, und das Ganze habe ich jetzt natürlich ohne mal schwarz gemacht. Hier ist dann jetzt mein schwarzes Buch, was ich noch gegossen habe. Diese Erhöhung hier müsst ihr wirklich mitgießen, weil das ist nachher, dass das richtig zu ist, dass das eine Dose ist und nicht bloß einfach was drauf liegt. Und hier habe ich mir jetzt Mühe gegeben, dass ich die Ecken besser kriege. Da habe ich dann einfach hier so immer hingedrückt, drauf gedrückt auf die Form. Jetzt habe ich hier eine Luftblase. Es kommt mal immer irgendwo eine Luftblase, aber mein Gott. Ist ein antikes Buch. Ja, aber ihr seht, die Ecken gehen zu machen. So, und jetzt kann man das natürlich noch gestalten. Ich finde das natürlich toll, wenn ich es jetzt in schwarz habe. Das ist Xyrarock nur in schwarz. Habe ich euch in anderen Videos schon mal vorgestellt. Kann ich euch gerne nochmal verlinken. Und da braucht man jetzt gar nicht mehr viel machen. Wenn man das jetzt als Geschenkverpackung oder als Deko-Teil haben möchte, da kommt jetzt einfach nur eine kleine Verzierung drauf. Da suche ich mir jetzt mal was. Ich habe jetzt hier einfach mal so ein Steampunk-Auge. Ich habe ja immer so gegossene Teile irgendwo liegen. Man könnte da auch noch ein bisschen mehr drauf machen, wenn ich noch was im Grau finden würde. Aber Grau habe ich jetzt wirklich nicht mehr hier. Dann könnte man hier noch so kleine Sachen mit drauf machen. Aber ich mache es jetzt einfach bloß mal so fertig, damit man sieht, wie es aussieht. Das klebe ich mir jetzt einfach mit so einem Uhu-Bastelkleber fest. Uhu klebt alles. Uhu-Bastelkleber drauf. Muss natürlich gerade sein, alles, sonst klebt das auch nicht. Sonst muss man
ein Kleber nehmen, der ein bisschen ausgleichend ist. Das wäre dann Uhu Power Max. Der gleicht ein bisschen Unebenheiten aus. Oder auch dieses, wie heißt denn das hier? Wo habe ich denn das? Hier, so heißt es. Von Pentart Heavy Body Gel. Matt. Dann kann man damit kleben. Und das gleicht dann auch ein bisschen Unebenheiten aus. Wenn man jetzt hier Unebenheiten hat, das habe ich gerade so gemerkt, dann kann man das hier so drauf machen. Und dann ist das fest. So. Dann sind die Unebenheiten weg und dann ist das glatt verklebt. Perfekt. Das muss jetzt bloß trocknen und dann wird das eben farblos. Und jetzt braucht man bei dem Buch gar nicht mehr viel zu machen. Jetzt hat man hier die schönen Seiten. Da kann man jetzt einfach die Seiten ein bisschen vergolden. Dann sieht das aus, als wenn das echte Seiten sind von so einem Buch. Die Form ist so cool. Da kann man so eine schöne Geschenke mitmachen. Also die werde ich bestimmt noch 150.000 Mal gießen. Nee, ist ein Spaß. Aber so, dann müsst ihr bloß aufpassen, dass ihr jetzt hier nicht den Rand mitmacht. Wir wollen ja nur die Seiten jetzt gold haben. Habe ich jetzt doch den Rand erwischt. Ja, dann mache ich jetzt den Rand durch. Und ihr müsst darauf achten, wenn ihr mit Schwarz oder Weiß oder so arbeitet, dass ihr einen Tisch habt, wo ihr schwarz arbeitet und einen Tisch weiß. Nicht, dass ihr das vermischt, weil dann habt ihr nämlich hier auf dem schwarzen Buch weiße Flecken drauf und auf dem weißen Buch schwarze Flecken drauf. Also da muss man immer gucken. So, jetzt muss hier von dem Buch natürlich auch, also von dem Deckel auch der Rand gemacht werden. Nur die Seite eigentlich nicht. Nee, nur das, was so außenrum ist, habe ich jetzt gold gemacht. So, jetzt. Wenn das hier festgeklebt ist, kann man da natürlich auch ein bisschen mit Farbe rangehen. Da wollte ich jetzt aber eine andere Farbe nehmen, um jetzt nicht da auch wieder Gold drauf zu machen. Jetzt holen wir das hier mit so einem Pink oder Lila ein bisschen raus. Perfekt. Das ist ein Magic-Buch. Magic Buch. Jetzt könnte man hier auch noch überall ein bisschen, überall noch so ein bisschen Pink so mit hinmachen. Muss ja kein schwarzes Buch bleiben. So. Hier hinten der Buchrücken. Sieht gut aus. Das ist hübsch. Das ist bloß noch nicht richtig. Oh, noch ein Pinsel. Polieren. Das ist mir nicht schön genug so. Nee. Na komm. Jetzt will der Pinsel nicht den Fuchs aufnehmen. So, und dann muss man das Ganze noch polieren, damit das richtig schön metallisch wird. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man nicht mit dem Pink auf das Gold hier geht. Jetzt hat man da auch Pink am Gold dran. Also das ist doch wohl eine richtig tolle Sache. Das sieht wirklich aus wie ein schönes altes Buch, was man jetzt hier so hat, als Schachtel. Schachtel, edel. Alte Schachtel. Du alte Schachtel, du. Der beleidigt mich hier andauernd. Hört ihr das? Der schneidet das mal mit. Der beleidigt mich hier. Du alte Schachtel. So, und dann kann man das schön verschenken als Schmuckschatulle oder was auch immer. Und ist eine coole Sache. Auch das Weiße, das könnte man jetzt noch weiter gestalten. Also, heben wir noch mal ein bisschen an, dass wir ja, ich habe jetzt lauter Schwarz an den Händen, dann gut, ich will es sowieso anmachen. Nicht das Weiße, ach das so. Andere sollst du noch mal anheben, dass wir das ja so richtig in Bild reinkriegen. So. Guck mal, diese goldenen Seiten, das ist doch so edel. Also, ist schon eine coole Sache. Probiert's aus. Diese Buchbox
bei Temu habe ich die gefunden. Ich kann euch Temu verlinken, aber dann müsst ihr einfach Silikonform, Buchbox oder sowas suchen. Man kann das einfach nicht verlinken, weil das sich da ständig ändert, ständig neue Anbieter sind und so. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und coolsten Sachen, die wir finden oder machen. Und die Bücher sind doch wo edel. Ich stelle es hier einfach mal so ein bisschen daneben. Aber wirklich, ey. Schön.